Untersuchungen zeigen, dass du bis zu 10.000 Anzeigen pro Tag sehen kannst und Google will sicherstellen, dass du keine Möglichkeit hast, das zu vermeiden. Gibt es noch eine Rettung für das Jahr 2024 oder müssen wir tatenlos zusehen, wie Manifest V3 die Zukunft des werbefreien Internets komplett ruiniert? Keine Sorge, es gibt immer noch die besten Adblocker für 2024, die Werbung und anderen aufdringlichen Müll aus deinem Online-Erlebnis herausfiltern können. Ich habe mich nach den besten Adblock-App-Optionen umgesehen, die sowohl effektiv als auch erschwinglich sind. Total Adblock kostet weniger als $2 im Monat, während Clean Web und Threat Protection beide etwas mehr als $2 wert sind und mit einem entsprechenden VPN zusammenkommen. Und du kannst diesen Preis sogar noch weiter senken. Überprüfe einfach die Links in der Beschreibung für Rabatte oder scanne diesen QR-Code, um auf das beste Total Adblock-Angebot zuzugreifen. Nun, billig ist gut, aber funktional ist noch besser. Total Adblock ist nicht nur der billigste Werbeblocker, den es gibt. Es verhindert nicht nur, dass Websites Werbung, Benachrichtigungen und Pop-ups laden, sondern blockiert auch bereits geladene Werbung. Wenn die Website über Tracker verfügt, die Daten über dein Verhalten sammeln, deaktiviert Total Adblock auch diese. Aber das Beste ist, dass Total Adblock sogar Werbung auf der Website blockieren kann, die nicht genannt werden darf, wenn du weißt, was ich meine. Ich spreche von YouTube-Adblocks. Das kann ich dir aus offensichtlichen Gründen nicht zeigen, aber ich kann dir demonstrieren, wie effektiv Total Adblock gegen normale Werbung ist. Nehmen wir doch NewYorkTimes.com als Beispiel, da es sich hier eher um eine riesige Anzeige als um eine Website handelt. Links ist das Vorher, wenn du es erträgst, dir das anzusehen, und rechts ist das Nachher. Sehr sauber, denn Total Adblock hat alle Werbung und Pop-ups von der Website entfernt. Aber das ist ein Beispiel auf dem PC, also fragst du dich vielleicht, wie kann ich Werbung auf meinem Handy blockieren? Keine Sorge, Total Adblock schafft es, dieses Leistungsniveau auch auf mobilen Geräten zu halten. Das ist etwas, was du verpassen würdest, wenn du dich für einen kostenlosen Werbeblocker entscheiden würdest, der in der Regel keine Version für iOS oder Android hat. Als nächstes kommen wir zu Surfshark's Clean Web. Dies ist zwar eine Funktion in einer VPN-App, aber am Ende ist sie eine der besten Adblocker 2024-Optionen. Ähnlich wie Total Adblock ist Clean Web ein Experte im Blockieren von Werbung, Trackern, Pop-ups, Benachrichtigungen und vor allem von bösartigen Links. Das bedeutet, dass Websites, die als bösartig gekennzeichnet sind, gar nicht erst geöffnet werden und die meisten Phishing-Websites erfüllen diese Kriterien. Ein Anti-Phishing-Schutz neben dem Werbeblocker ist definitiv ein Vorteil, aber ist Surfshark auch gegen normale Werbung wirksam? Ich habe beschlossen, Surfshark demselben Test zu unterziehen wie Total Adblock. Hier ist NewYorkTimes.com bevor und nachdem ich Clean Web seine Arbeit machen ließ. Wie du siehst, ist das Ergebnis eindeutig. Es gibt keine Anzeigen oder Benachrichtigungen mehr, was man eigentlich erwarten sollte. Du kannst Clean Web auch als zuverlässigen YouTube- oder Spotify-Werbeblocker verwenden. Aber Clean Web geht über das Minimum hinaus und hat vor kurzem ein Update auf die Version 2.0 rausgebracht, das Warnungen vor Datenschutzverletzungen und Malware enthält. Diese Warnungen zeigen dir an, ob die von dir besuchte Website manipuliert wurde oder ob Malware auf der Website entdeckt wurde. Du hast vielleicht bemerkt, dass ich eine Browser-Erweiterung verwende. Das liegt daran, dass Clean Web 2.0 nur in Browsern verwendbar ist und mobile Nutzer nur die Version ohne Warnmeldungen verwenden können. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist Surfshark erschwinglich, aber was es zu einem guten Wert macht, ist die Tatsache, dass du es auch auf einer beliebigen Anzahl von Geräten gleichzeitig nutzen kannst. Wenn du also auf der Suche nach einem Werbeblocker für deine ganze Familie bist, ist Surfshark Clean Web die perfekte Wahl. Als nächstes bietet NordVPNs Bedrohungsschutz etwas Einzigartiges, das die Konkurrenz nicht bieten kann. Ich spreche von Malware-Schutz. Wenn du eine Datei herunterlädst und es stellt sich heraus, dass sie etwas Bösartiges enthält, wird der Bedrohungsschutz dies erkennen, dich benachrichtigen und die Bedrohung beseitigen. Natürlich bedeutet das auch Adblocking, damit dich Tracker, Benachrichtigungen und andere Dinge nicht stören. Ähnlich wie Clean Web filtert der Bedrohungsschutz bösartige Websites heraus und bietet so Schutz vor Phishing. Allerdings konzentriert sich Threat Protection nicht ausschließlich auf die Anti-Malware-Funktionen. Wie du hier sehen kannst, hält der Bedrohungsschutz auch normalen Werbeanzeigen stand. Sogar NewYorkTimes.com wird vollständig gesäubert. Du kannst es auch für YouTube oder zum Blockieren von Werbung auf Spotify
Spotify verwenden. Eine weitere Sache, die ich erwähnen muss, ist die Kompatibilität. Der Bedrohungsschutz ist auf Desktop- und Mobilgeräten gleichermaßen verfügbar. Mit nur einem Unterschied: für Handys und die Adblock-Extension im Browsern muss eine Verbindung mit einem VPN-Server bestehen, damit der Bedrohungsschutz funktioniert. Das ist aber kaum ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass NordVPN Verschlüsselung bietet, deine IP versteckt und Tracking komplett verhindert. Ich weiß, dass es dir nur darum geht, Werbung zu blockieren, aber die Qualität der VPN-Verbindung ist der Grund, warum der Preis von NordVPN etwas höher ist als bei der Konkurrenz. Wenn du also vorhast, dir NordVPNs Bedrohungsschutz zuzulegen, solltest du auch den VPN-Teil ausprobieren. Sie ist eine große Hilfe, um auf neue Streaming-Inhalte zuzugreifen oder ein sicheres Torrenting-Erlebnis zu haben. Natürlich kannst du ein noch besseres Erlebnis haben, wenn du dieses Video likest und unseren Kanal für neue Inhalte abonnierst. Und lass mich in den Kommentaren wissen, welche beste Adblock-App du benutzt und ob du glaubst, dass Manifest V3 alles verändern wird. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei VPN Pro.